Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und wir haben wieder ein Event. Ich darf mal kurz rekapitulieren. Wir hatten in den letzten, ich möchte sagen Monaten, jede Woche ein neues Event. Ich kann mich nicht erinnern, dass vielleicht war es ein oder zwei Mal im letzten halben Jahr, dass vielleicht mal eine Woche keins kam. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es jede Woche montags ein neues Event gab. Was für mich gut ist, ich habe montags Material zum Video bauen. Dieses Mal heißt das Event Sommernacht-Mission-Event. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht gut finde, aber da hier im lustigen Startbildschirm kein Devilmon zu sehen ist, könnte es sein, dass ich es nicht so gut finde. Okay, schauen wir mal an. Schließe Missionen ab, um tägliche Belohnungen zu erhalten. Ah ja, okay, alles klar. Also wir haben hier jeden Tag wieder vier Bereiche von Missionen, die wir abschließen müssen. Arena, Dungeon, Raid und Szenario. Ihr kennt das, wir hatten das vor ein paar Wochen erst. Genau dasselbe Prinzip. Das ergibt sich eigentlich fast alles automatisch. Also hier habt ihr mindestens drei, sowieso schon, weil ihr eure Daily macht. Hier genau dasselbe, ne? Also Element-Dungeon, den Magie-Dungeon und den Giants-Dungeon. Habt ihr auch schon mal 3 von 15 automatisch. Und hier, wenn ihr eure Wings am Tag macht, die kriegt ihr sowieso immer leer, die 10. Bleibt also eigentlich nur der Raid, den ihr 10-mal machen müsst und hier noch ein paar mehr. Also ich denke, das sollte eigentlich ohne Probleme möglich sein. Machen wir ja eigentlich. So, Belohnung für die tägliche Mission. Einmal pro Tag erhältlich. Eine Mission, zwei Missionen, drei oder mehr Missionen. Ah ja, okay, ihr müsst also sogar nur 3 von den 4 abschließen, um diese Belohnung hier zu erhalten. Das hier wechselt täglich. Gut, wissen wir jetzt nicht zu was. Ist das jetzt eine MS, dann eine Elementare, dann ein anderes Element, dann ein anderes Element, dann wieder eine MS? Werden wir sehen. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht wertvoller wird als eine MS, sondern eher weniger wertvoll. So, je nachdem, wie man es sieht. Dann haben wir noch kumulierte Belohnungen für die abgeschlossenen Missionen. Erhalte Bonusbelohnungen entsprechend der Anzahl der abgeschlossenen täglichen Missionen. Also, wenn ihr die 4 am Tag macht, ist natürlich besser, weil anstatt nur 3, weil ihr halt dann schneller auf hier diese Gesamtbelohnungen kommt. Wenn ihr nur 3 am Tag machen würdet, bräuchtet ihr 10 Tage, um alle Belohnungen einzusammeln. Denn 3 mal 10 ist 30. Was ist das eigentlich hier? Lustig Bild. Ach, das ist von dieser neunschwänzigen Kitsune-Tante. Alles klar. Wir haben kein Devilmon dabei bis hierhin. Und da hier unten schon der Abschlussbericht ist, sozusagen die Notizen von Come to Us, war es das eigentlich schon. War es schon. Kleines, super mini kleines Event, aber ich muss sagen, finde das Event noch besser als das, dieses, was letzte Woche rauskam, wo man Monster entwickeln muss, weil da waren die Belohnungen für den Aufwand, den man zusätzlich hat, irgendwie nicht, meiner Meinung nach, nicht fair. Allein hier 35 von diesen 9 antiken Münzen, das ist eine gute Sache, das ist eine Light and Dark. Die Belohnungen hier sind okay. Für relativ wenig Arbeit. Und ihr kriegt ja hier jedes Mal Energie, Mana-Steine, noch eine MS. Also ist ein kleines, aber feines Event. Kommt mir so ein bisschen vor, als gibt es so ein bisschen Überbrückungszeit gerade. Was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil wir haben gerade diesen Tartaros, dieses Labyrinth bekommen, diesen neuen Content. Und da muss man gerade sehr viel Hirnschmalz reinstecken und Teams ausprobieren und Taktiken probieren. Von daher finde ich das ganz gut, dass es nicht so zeitintensive Events parallel gibt. Dann würde ich sagen, 4 Minuten Video, viel kürzer geht's gar nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.